Herzlich willkommen, Peter Henisch. Schön, dass Sie da sind. In vielen Ihrer Bücher spielt ja Religion eine ganz zentrale Rolle. Zuletzt in Die schwangere Madonna und jetzt auch in Der verirrte Messias. Worum geht es genau in dem Buch? In dem Buch geht es um die Begegnung einer Frau, die von der Buchmesse kommt, von der sie früher als sonst genug hat, einer Literaturkritikerin namens Barbara. Und einem Mann, der sich möglicherweise für den wiedergekehrten Messias hält. Da sie sich auf einem Flug von Frankfurt nach Tel Aviv begegnen, hat dieser, mein männlicher Protagonist, ein gewisses Problem. Denn wenn er auf den Wolken des Himmels in Israel landet, so könnte er die Apokalypse auslösen. Das befürchtet er zumindest und damit, das macht ihm einiges Kopfzerbrechen. In welchem Sinne ist dieser Messias denn verirrt? Nur im geografischen Sinne oder bezieht sich dieses Verirrt auch auf weitere Gebiete? Dieser Messias oder auch eingebildete Messias ist möglicherweise in zweierlei Hinsicht verirrt, nämlich einerseits räumlich. Er nimmt nämlich an, dass er womöglich damals, 2000 Jahre vor unserer Zeit, zu früh dran war. Und auch in gewisser Hinsicht geistig, denn er weicht von der Linie seines an sich selbst Glaubens letzten Endes ab. Er zweifelt an sich. Aber Zweifel ist ja, wie man weiß, auch wiederum der beste Ansatz zum neuerlichen Glauben. Ja, Ihr Protagonist nennt sich Mischa Mischkin. Warum dieser Name, der ja doch ein bisschen an Dostojewski erinnert? Ja, es ist so, dass die Protagonistin ja Literaturkritikerin ist und dass er sich ihr auf diese Weise kenntlich macht. Natürlich ist dieses Outing in gewisser Hinsicht Chuzpe, weil doch sehr hoch gegriffen, sowohl was seine Identifikation mit Jeschua oder mit dem Fürsten Mischkin betrifft, als auch was meine Nachfolge Dostojewskis betrifft. Aber man muss sich auch von großen Vorbildern leiten lassen. Die Welt kann dieser Messias ja eigentlich nicht mehr retten. Nicht ohne Grund stellt er sich ja einmal so vor, ich bin Jesus, aber das nützt auch nichts. Was ist seine Mission? Er versucht zu klären, ob ihm an den Orten seiner früheren Existenz die entsprechenden Assoziationen in den Sinn kommen. Und das funktioniert nur teilweise. In Nazareth überhaupt nicht, in Bethlehem einigermaßen. In Jerusalem hat er das große Blackout und das gibt ihm zu denken. Letzten Endes geht es in diesem Buch um die Frage, ob die Erlösung, die gewissen Informationen zufolge schon erledigt sein soll, wirklich stattgefunden hat. Ob eine Welt wie unsere wirklich eine erlöste Welt sein kann. Insofern ist das auch, wenn man so will, ein Krimi mit ersten und letzten Fragen. Haben Sie mit dem Buch auch bewusst provoziert? Man kann sich ja vorstellen, dass die Kirche nicht so begeistert ist, wenn beispielsweise Stigmata bei sexueller Erregung anfangen zu bluten. Womit die Kirche ihre Freude hat, das ist nicht ganz leicht zu beurteilen. Die Kirche ist natürlich ein differenzierter Apparat. Tatsächlich wirkt das Buch, glaube ich, provokant in zwei Richtungen. Einerseits provokant für Menschen, die sich etwas eingeschränkt an Dogmen gebunden fühlen. Andererseits provokant für Menschen, die das Gefühl haben, Religion ist etwas, das obsolet ist. Und damit wollen sie nichts mehr zu tun haben. Aber ich will niemandes religiöse Gefühle verletzen. Ich wollte einfach mit den Möglichkeiten spielen,
die ich aufgrund der Wirklichkeit, der literarischen Wirklichkeit der Evangelien von mir habe. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.